In diesem Video geht es um den sogenannten waagerechten Wurf. Das ist eine Bewegung, die zum Beispiel eine auf einer Tischkante rollende Kugel durchführt, nachdem sie jetzt hier diese Tischkante verlassen hat und so in so einer gekrümmten Kurve zum Boden fällt. Also die Bewegung von der Tischkante bis zu dem Fußboden hier wäre physikalisch gesehen ein waagerechter Wurf. Wenn wir jetzt so eine Bewegung haben, bieten sich folgende Fragen an, die man auch beantworten könnte. Und zwar zum Beispiel, wann wird der Boden dann denn erreicht? Die zweite Frage, in welcher Entfernung von der Tischkante? Das bedeutet, wenn wir jetzt hier so von da nach da die Strecke messen, wo wir jetzt auf dem Boden gelandet sind. Und die dritte Frage wäre, welche Form hat jetzt hier diese gekrümmte Bahn, ist das vielleicht ein Graph einer schon bekannten Funktion? Dazu habe ich eine Simulation in AlgoDo vorbereitet. Dabei habe ich eine etwas große Tischhöhe gewählt. Die liegt bei 4,5 Metern und die Rollgeschwindigkeit liegt bei 10 Metern pro Sekunde. Es liegt nicht daran, dass ich keine Vorstellung darüber habe, wie groß ein Tisch ist und wie schnell sich so ein Ball üblicherweise oder eine Kugel auf so einem Tisch dann im Alltag bewegen kann. Es geht einfach nur darum, eine Simulation zu haben, wo die Bewegung lange genug dauert, dass ich gemütlich auf die Start- und Stopp-Taste drücken kann. So, kommen wir zu der Simulation. Falls es jemand hier nachmachen möchte, habe ich auch die Simulation verlinkt in der Beschreibung und ich verlinke auch noch ein Video, in dem ich erkläre, wie man jetzt so eine heruntergeladene AlgoDo-Simulation auf dem iPad auch öffnen kann. Das ist nämlich im Jahre 2021 nicht ganz intuitiv. Vielleicht ändert es sich dann mit der Zeit. Okay, was sehen wir hier? Einmal hier ein Fenster, wo wir einen Graphen gleich zeichnen werden. Dazu später gleich, den verschiebe ich jetzt hier so ein bisschen zur Seite. So, dann sehen wir, dass hinter dem Graphen, hat man auch schon so ein bisschen gesehen, die tatsächliche Simulation da ist. Hier das Rechteck hier. Vielleicht mit diesem Cursor hier, dieses Rechteck. Das soll unser Tisch sein. Und der Kreis dort, hier, der ist die rollende Kugel. Wenn wir auf die Kugel doppelklicken, sehen wir auch, dass die Kugel auch eine Geschwindigkeit in X-Richtung hat von 10 Metern pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit, mit der das Ganze auch vom Tisch auf dem Tisch rollen wird und auch vom Tisch dann fallen wird. Okay, machen wir das hier kurz zu. So, wir starten die Simulation. Also bevor ich sie starte, was wird auf diesem Graphen überhaupt gezeichnet? So, die X-Achse, das wird die X-Position der Kugel sein und die Y-Achse die Y-Position der Kugel. Start und Stopp. Okay, wo war jetzt der waagerechte Wurf? Der waagerechte Wurf ist, die Koordinaten sind so gewählt, dass wenn wir jetzt die X-Koordinate von 0 erreicht haben, fallen wir auch von der Tischkante runter und etwa hier landen wir auf dem Boden. Das ist der Punkt, wo unser waagerechter Wurf zu Ende ist, dann prallt der Ball wieder ab. Das ist aber eine Bewegung, die uns an dieser Stelle nicht interessiert. Das ist jetzt nicht mehr der waagerechte Wurf. Und wir sehen, dass wir hier etwa, also nicht ganz 10 Meter in der waagerechten Richtung erreicht haben. Gut, nachdem wir die Simulation gesehen haben, soll es darum gehen, etwas Physik zu betreiben. Kommen wir also zu der Modellierung des Ganzen. Wir müssen irgendwo unseren Koordinatenursprung wählen. Ich mache das jetzt hier so wie in der Simulation. Also die Position der Kugel beim Erreichen der Tischkante minus die Tischhöhe ist dann unser Koordinatenursprung. Da befindet sich der Punkt 0, 0.
So, dann führt unsere Kugel gleichzeitig zwei Bewegungen durch. So ein bisschen ähnlich wie bei dem senkrechten Wurf. Es gibt aber einen Unterschied, und zwar, wir haben eine geradlinige gleichförmige Bewegung in X-Richtung. Und dort gelten die Zeitweg- und Zeitgeschwindigkeitsgesetze. Einmal hier SX von TX, dafür, dass wir die Bewegung in X-Richtung haben. 10 Meter pro Sekunde mal T. Das ist dann die zurückgelegte Strecke in X-Richtung. Und die Geschwindigkeit in die X-Richtung ist eine Konstante, weil es sich um eine gleichförmige Bewegung hier handelt. Und die zweite Bewegung, die gleichzeitig stattfindet, ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung in Y-Richtung. Ein freier Fall. Das Ding ist, wie gesagt, in Y-Richtung. Und auch dort haben wir ein Zeitweggesetz. Das sind die 4,5 Meter unserer Starthöhe minus die Strecke, die wir im freien Fall zurücklegen. Einhalb mal Ortsfaktor mal Zeit zum Quadrat. Dieser Teil der Formel ist bekannt aus dem freien Fall. Und für die Geschwindigkeit gilt, das ist die Geschwindigkeit, die wir im freien Fall haben. Das Minuszeichen natürlich, um zu verdeutlichen, dass wir uns nach unten bewegen. So, insgesamt kann man die Bewegung dann vektoriell hinschreiben. Ich mache das hier an dieser Stelle, obwohl es im Schulphysikunterricht nicht so üblich ist. Man betrachtet diese Komponenten doch ziemlich separat bei den Aufgaben, aber man könnte es vektoriell hinschreiben. Dann hätten wir die Position als ein Vektor, Pfeil drüber, S von t ist gleich und dann komponentenweise Sx von t und Sy von t. Und einfach die Terme aufgeschrieben, so wie wir uns die hier überlegt haben. Man kann auch die Geschwindigkeit vektoriell hinschreiben. Das ist dann die vektorielle Geschwindigkeit mit der X- und Y-Komponente. Und auch da kann man einfach die jeweiligen Funktionstherme eintragen. So viel zur Theorie. Dann machen wir ein paar konkrete Berechnungen. Und zwar fangen wir mit dem Zeit des Aufpralls an. Wann kommt der Ball die Kugel am Boden an? Das ist dann, wenn unsere Position in Y-Richtung gleich 0 ist. Das bedeutet, diese Gleichung setzen wir gleich 0. 0 ist gleich 4,5 Meter minus 1,5 mal Ortsfaktor in Metern pro Sekunde zum Quadrat multipliziert mit Zeit zum Quadrat. Und es ist eine quadratische Gleichung. Wenn man das Ganze umformt, hat man möglicherweise aus mathematischer Sicht zwei Lösungen. Und zwar entweder t1 plus die Wurzel aus 2 mal 4,5 Meter geteilt durch den Ortsfaktor. Oder das Negative davon minus die Wurzel aus dem ganzen Kram. Und ich habe schon gesagt, im mathematischen Sinne gibt es zwei Lösungen. Eine davon ist aber physikalisch, ja, ergibt keinen Sinn an dieser Stelle. Und zwar die Zeit von ungefähr 0,96 Sekunden. Das ist die Zeit des Aufpralls. Und die zweite Zeit, die zwar mathematisch da ist, von minus 0,96 Sekunden ist in der Situation einfach Quatsch, weil wir nicht wissen, was vor unserer Zeitmessung passiert ist. Es gibt in dieser Situation keine negative Zeit, deshalb aus physikalischer Sicht diskutieren wir einfach diese Lösung hier weg und betrachten nur die Aufprallzeit von 0,96 Sekunden. In diesen 0,96 Sekunden haben wir uns in der Waagerechten auch bewegt und und die Strecke, die wir in diesen 0,96 Sekunden zurückgelegt haben, ist auch die Stelle, wo wir am Boden dann aufkommen. Das bedeutet, wir müssen in das Zeitweggesetz in der Y-Richtung die Zeit des Aufpralls einsetzen. Hier ist die Rechnung relativ einfach, weil wir ja 10 Meter pro Sekunde hatten als Geschwindigkeit. Das sind also 9,6 Meter, die wir dann zurückgelegt haben in der Luft, bevor wir am Boden angekommen sind. Und es entspricht auch ungefähr dem, was wir auch in dem Graphen in der Simulation ablesen konnten. Und zur Erinnerung, da habe ich gesagt, dass wir so bei etwa 10 Metern sind. Und das passt hier schon ganz gut.
Die dritte Frage war, wie sieht dann die Flugbahn aus? Die Flugbahn ist aus mathematischer Sicht folgende Zuordnung. Wir ordnen der y-Koordinate in Abhängigkeit von der x-Koordinate irgendeinen Wert zu. Und das ist das, was man üblicherweise in der Mathematik machen würde. So würde man auch die ganzen Koordinaten da benennen. Wir haben eine etwas andere Benennung vorgenommen. Und ich werde für diese Teilaufgabe auch eine Umbenennung machen, damit es mehr nach Mathematik aussieht und nicht irgendwie SY von S von X dann stehen muss. Okay, wir machen folgenden Trick. Und zwar, dieses SX von T kürze ich mit X ab. Das ist ja nämlich die X-Position unserer Kugel. Und diese Gleichung hier wird nach T umgestellt. Und das, was wir dann umgestellt haben, dieses T wird in die Y-Komponente eingesetzt. SX von T ist 10 Meter pro Sekunde multipliziert mit der Zeit und x von t soll mit x abgekürzt werden. So, diese Formel kann man nach t umstellen. Das ist nichts anderes als die als x geteilt durch die Geschwindigkeit. So, die y-Komponente, auch die hatten wir schon. Das ist unser Zeitweggesetz in die y-Richtung. Und es geht darum, diese Zeit hier durch das hier zu ersetzen. Setzen wir also ein, haben wir dann 4,5 Meter minus 1,5 der Ortsfaktor multipliziert mit x durch 10 Meter pro Sekunde in Klammern zum Quadrat, weil die Zeit hier quadriert wurde. Nun kann man alles auflösen, ein bisschen sortieren und wir bekommen minus 0,04905 Meter mal x zum Quadrat plus 4,5 Meter. Die Einheiten sind an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen verwirrend, deshalb auch das formuliere ich etwas um. Und zwar y von x ist gleich minus 0,04905 mal x Quadrat plus 4,5. Und an dieser Stelle sage ich, dass das Ergebnis in Metern ist. Das ist also die Funktionsgleichung der Funktion y und wir sehen, es ist aus mathematischer Sicht eine Parabel. Okay, jetzt sind wir bereit, um daraus eine allgemeine Definition zu basteln. Also, ein mit der Startgeschwindigkeit V0 in der Höhe h waagerecht geworfener Körper führt eine Bewegung durch, die sich mittels, und jetzt kommen vier Gleichungen, Sx von t ist gleich v0 mal t. Sy von t ist gleich h minus 1,5 gt². Jetzt kommt die Geschwindigkeiten. Vx von t ist v0. Und Vy von t ist gleich minus g mal t. Beschreiben lässt, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Sx von t, das ist die Strecke, die wir in die x-Richtung zurücklegen, und das entspricht auch einer Formel für eine gleichförmige Bewegung. Sy von t, das ist die Position eines Körpers, der von der Höhe h runterfällt. Vx, das ist die konstante Geschwindigkeit, die wir in die x-Richtung haben. Und Vy von t, das ist die Geschwindigkeit in dem freien Fall, die mit der Zeit zunimmt. Das Minuszeichen, um zu verdeutlichen, dass diese Bewegung nach unten ist. Wie schon gesagt, handelt es sich dabei um einen sogenannten waagerechten Wurf, so nennen wir das in der Physik. Und die zugehörige Flugbahn ist ein Parabelast.